Video von mir, Sarina und Vicky aus dem Background Office. Willst du erzählen, warum du nicht neben mir sitzt? Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Ich habe einen ziemlich hässlichen Ausschlag im Gesicht von der Mund-Nasen-Maske. Sie ist hier ganz rot. Deswegen hinter der Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber dieses Video hier wird zur Tradition und diese Tradition wird einmal im Jahr stattfinden. Nun ist es schon das zweite Mal. Der Stall, der Pferdestall auf meinem Bauernhof, dem Rosenhof, wird auf Vordermann gebracht. Aufgemöbelt. Der alljährliche Stallfrühjahrsputz. Wir haben einiges vor. Natürlich wird wieder gestrichen, was das Zeug hält, aber auch noch so andere Renovierungen und Verschönerungen stehen an. Und ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und bleibt bis zum Ende dran. Ich glaube, Sarina ist süchtig nach Wandstreichen. Lasst im Video super gerne einen Daumen nach oben da und abonnieren nicht vergessen. Ihr könnt euch jetzt schon auf die Vorher- und Nachher-Aufnahmen freuen. Die liebe ich immer sehr an Renovierungs- und Makeover-Videos. Auf geht's, auf geht's! So sah der Stall aus, als ich ihn letztes Jahr bekommen habe. Seitdem haben wir aber schon so einiges gemacht und verändert. Zum Beispiel die Wände ausgebessert und Boxenmatten verlegt. Aber noch bin ich nicht ganz zufrieden und wir haben noch viel vor, bevor die Ponys wieder einziehen können. Heute ist es endlich soweit. Die restlichen Boxenmatten werden verlegt. Der Hammer ist bereit. Ich kehre hier schon mal zur Seite, denn es kommt noch eine ganze Reihe von diesen Matten da dran. Bis davor. Willkommen aus dem Stall. Das ist Stand der Dinge. Gerade sieht es eher aus wie ein Lagerraum. Das ist es vielleicht auch. Hier steht nämlich alles rum, was noch rausgeräumt werden muss. Ich hoffe, ich habe genug Farbe besorgt. Ui. 10 Liter. Sollte reichen. Hier drüben ist leider die größere Baustelle. Hier hat nämlich Tiran gewohnt. Und er ist nicht ganz so gut mit seiner Wohnung umgegangen. Sehr viele Flecken an der Wand. Gut, dass wir streichen. Leider die Kratzmatten, weil die... Ist das eklig. Guck mal, das sind noch die ganzen Haare von den Vorbesitzern. Also von den Pferden der Vorbesitzern, hoffe ich. Leider komplett auf der falschen Höhe. Flora hat die nie genutzt. Du kannst ja mal deinen Hintern kratzen da dran. Auch nicht die richtige Höhe. Malerergebnis beginnt mit Spachteln. Und zum Glück macht mir das sehr, sehr viel Spaß. Deshalb könnte man fast meinen, vielleicht freue ich mich ein bisschen über neue Löcher in den Wänden. Bevor es mit dem Streichen losgehen kann, müssen die Wände noch ordentlich abgekehrt werden. Leute, das gehört auf jeden Fall nicht zu meinen Lieblingsaufgaben. Es ist ein gutes Zeichen, wenn der Eimer so gut wie leer ist. Tirans Box ist eigentlich schon so gut wie fertig. Tada! Und falls ihr euch fragt, warum wir dieses Kunstwerk so wunderbar bestehen lassen, das ist der Platz, an dem immer das Heunetz hängt. Und deshalb würde es immer wieder so hässlich werden und die Wand ausgetreten. Deshalb habe ich solche Wandgummimatten besorgt. Die will ich da montieren. So montieren, dass es sie hoffentlich nicht wieder abmontiert. Entschuldigung, Sie haben da was. Ich habe hier irgendwie ganz viel. Oh nein! Die Jacke, die Haare, was hast du gemacht? Ich war fleißig. Vielleicht sollte man sich dabei die Haare zubinden und ja. Malerklamotten anziehen. Das ist jetzt meine Malerkleidung ab heute. Schaut super gerne auch auf Instagram flora.blue_ vorbei. Dort seid ihr immer auf dem neuesten Stand und bekommt alle Bauernhof-Infos als erstes. Hier hinten haben wir tatsächlich noch nie gestrichen und das sieht man auch, finde ich. Die Wände da hinten sind nämlich mehr grau als weiß, aber deshalb sieht man am Ende auch einen extrem großen Unterschied. Wartet ab! Hier geht
gehen jetzt an den Waschplatz. Wir bauen ihn um. Also nicht für uns Menschen, sondern für die Pferde. Wir haben ein ganz normales Badezimmer, keine Sorge, mit Dusche und so. Aber dieses Badezimmer wird demnächst auch noch umgebaut. Waschplatz ist natürlich der Pferdewaschplatz. Es gibt ja schon einen, der ist schon vorhanden und der ist da. Und der hat eigentlich schon so gut wie alles. Es wäre ja nicht wir, wenn wir noch was verändern würden. Special Snowflakes! Special Waschplatz! Zur kurzen Erklärung für alle, die gar keinen Plan haben, was ein Waschplatz ist. Wofür brauchen Pferde eigentlich einen Waschplatz? Naja, Pferde kann man nicht einfach in die Badewanne setzen. Das stelle ich mir gerade sehr, sehr süß vor. Flora in der Badewanne. Und deshalb gibt es eigentlich in den meisten Stellen irgendwo einen Ort, einen Platz drinnen oder draußen, wo man das Pferd festbinden kann. Dann ist dort daneben ein Schlauch, damit man die waschen kann. Wie Autoreinigung, Autowaschstraße. Und hier kommt man vom Waschplatz in die Sattelkammer. Hallo. Hey. Ich habe mir gedacht, ein Waschplatz und ein Badezimmer, das ist gar nicht so viel Unterschied. Was braucht man so für ein Badezimmer? Und tatsächlich, da kamen ein paar Sachen, wo ich mir dachte, genau das brauche ich auch auf meinem Pferdewaschplatz. Zuerst muss die Wand sauber gemacht werden und entfettet werden. Das ist hardcore giftig, oder? Das ist von meinem Opa. Hier genau das Gleiche. Kleber. Ich mache ein liebevolles Muster. Alles Liebe, ist meine Handschrift. Positionieren. Oh. Ich glaube, das ist wieder nicht gerade, hey. Installationssticker sind das außer Betrieb. Ich weiß ja nicht, ob das hält. Wo ist Floras Shampoo? Okay, nimm das Babyshampoo. Ja, ist ganz okay, oder? Schaut mal, was ich noch besorgt habe. Weiße Haken, die man hier so dran kleben kann, damit die Anbindestricke nicht so am Boden liegen, sondern dass man die da draufhängen kann. So ist die Theorie. So wie so eine Mini-Zahnpasta, die man gratis beim Zahnarzt dazu bekommt. So ein Tester. Putzen Sie brav Ihre Zähne mit dieser teuren Markenzahnpasta. Wenn man so eine ganze Tube nehmen für eins, für jeden Haken einer. Ich würde mal sagen, das ist gerade. Außer Betrieb. Bitte nicht anfassen. Berühren. Verboten, nicht benutzen. Billy ist noch immer geschockt davon, als sie hier geduscht wurde. Am Waschplatz. Duri, bitte sag, dass du nicht getan hast, was ich denke und wie das gerade hier aussieht. Warum ist dein ganzer Kopf so braun wie die Pferdeäpfel da? Das ist ja ekelhaft. Oh, Duri. Die Pferde Mist gewählt. Widerlich. Duri, lass es. Stopp. Du nicht, meine Dame. Einschamponieren. Oh Gott, sie hasst es. Sie sieht aus wie ein Strädchen. Siehst du, Billy ist nicht so arm. 3, 2, 1. Fertig! Was jetzt noch fehlt, ist ein guter Boden. Gerade ist am Waschplatz einfach nur Beton. Geht auch, könnte man so lassen. Ich habe noch ein paar Boxenmatten übrig. Diese Gummimatten, diese dicken. Dann stehen die Pferde besser, haben es weniger rutschig. Ich glaube, das macht Sinn und könnte sinnvoll sein. Nur diese Matten sind echt schwer. Eine wiegt über 20 Kilo, hallo? Zuerst noch gut abkehren und dann sollen da 2 Matten hin oder vielleicht auch mehr. Oh, und habe ich euch eigentlich erzählt, dass hier auch alle Fugen geweißt werden sollen? Mist, ich habe das Zeug zu Hause vergessen. Vicky, ich habe die Fugenfarbe vergessen. Oder liegt die doch im Auto? Ich glaube, die Arbeit wird es nicht ausgehen, auch wenn du noch keine Fugenfarbe dabei hast. Hier müsste das irgendwo sein. Ha, da ist es. Sag dich doch, hab's dabei. Die nächste Baustelle ist schon im Gange. Ich habe hier solche Matten bestellt. Die soll jetzt hier an die Wand kommen. Weil ich im Internet nicht wirklich eine Anleitung dazu gefunden habe, solche Matten an den Wänden montieren soll, habe ich mir einfach selbst etwas ausgedacht. Jetzt muss das nur mehr funktionieren und drückt uns bitte die Daumen. Ich hoffe, er ist eingeschlafen. Aufstehen, bevor er... Das Frühstück ist serviert. Wir müssen auch gut frühstücken, wenn wir hier gut arbeiten sollen. Es gibt Pizzastangen und Pizzaschnecken. Wer liebt auch kalte Pizza zum Frühstück? Aber das sind nicht irgendwelche Rezepte. Habt ihr schon gesehen, dass wir ein Koch- und Backbuch veröffentlicht haben? Fluffig, knusprig, bunt heißt es, gibt's in jeder Buchhandlung. Oder klickt gerne in die Infobox. Da findet ihr einen Link, wo ihr es direkt zu euch nach Hause bestellen könnt. Dieser süße Kuchen. Und ich liebe die Crepe-Torte. Crepe-Torte. Bin so stolz drauf. Die Rezepte schmecken einfach sowas von lecker. Und sie sind auch noch einfach zum Nachmachen. Pferdefutterlieferung. Meine Mama hat auf diesem Schild nur gelesen, dass da Müsli steht. Und sie hat mich gefragt, warum ich so eine Großpackung Müsli gekauft habe.
Nächstes Projekt im Stall ist eine durchsichtige Schutzfolie, damit die Wand auch weiß bleibt. Da kommen nämlich diese ganzen Geräte wie Besen, Mistgabel und so weiter hin. Und wenn die dann immer die Wand berühren, wird die Wand dunkel. Diese Idee stammt von Sarina. Sarina ist nämlich eine große Befürworterin, dass die Wand hier weiß ist. Ganz weiß. Deswegen mache ich das jetzt. Es sieht aus wie so eine Folie, wo man Schulhefte foliert. Ob das für die Wand geeignet ist? Keine Ahnung. Okay, ich muss das ganz gerade schneiden. Es ist zwar durchsichtig, aber gerade. Ich werde schon bedroht mit einem Besen. Ich brauche vielleicht Hilfe beim Aufkleben. Aktion. Hier soll die Maus raus. Ach, zugesperrt. So rum. Mäusefreilassaktion. Geht. Mäuschen, bist du da drin? Nö. Keine Maus. Ich war mir so sicher. Ein Mauseloch. Da ist jetzt die Maus drin? Ja, da ist sie rein. Ach, ich hatte noch nie ein Mauseloch. Wie süß ist das denn? Spirit hat ein Haustier. Ja, da ist wieder. Wie denn? Ich bin da. Wir haben verloren. Die Maus ist uns entwischt und jetzt irgendwo im Heulager unterwegs. Diesen Karton kann ich gerade ganz schön gut gebrauchen. Denn damit baue ich jetzt eine Schablone. Upsi. Wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, kann ich nämlich diese ganzen silbernen Schrauben und Unterlegscheiben schwarz ansprühen. Schwarz wie die Matte. Oh, ich bin aufgeregt. Gar nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Versuch Nummer 2, Pinseln. Und schon eingetrocknet. Das klappt ja gar nicht. Versuch Nummer 3. Natürlich sind die Malarbeiten noch nicht beendet. Ich habe jetzt hier abgeklebt und alles innerhalb von diesem Rahmen werde ich dunkel streichen. Hier drüben auch noch. Passend zur Matte hoffentlich. Wir sind uns nicht mehr so sicher, ob wir da die richtige Farbe gekauft haben. Hier steht irgendwas von Abtönfarbe. Was ist denn eine Abtönfarbe? Ich glaube, damit kannst du normale Farben dunkler machen. Und du nimmst einfach pur. Ich hoffe, das klappt. Oh, das ist ein falscher Pinsel. Das auch noch. Scheint zu klappen. Ich find's schön. Und das ist er, der neu gestaltete Waschplatz. Okay, so stark anders sieht er jetzt gar nicht aus. Ich habe einen super coolen neuen Schlauchwagen. Der ist sowas von geputzt, die Wände glänzen, da kann man sich drin spiegeln. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Hilfe. Kurze Frage. Wolltest du nicht diese Fugen anmalen? Ich habe gehofft, es spricht einfach niemand an. Die Zeit hat nicht gereicht. Nächstes Mal! Außerdem habe ich noch solche Anbindepfosten bestellt, die bald montiert werden sollen. Auf diesem Wagen habe ich alle möglichen Putzutensilien, die man so am Waschplatz braucht. Und da drin sind noch mehr. Oh, hier ist die Salbe, die habe ich gesucht. Die? Ja. Achtung! Ah! Vorgestellt. Sieht das nicht ordentlich aus? Ups. Kommen wir zum spannenden Teil. Hier befindet sich Tirans Zuhause. Na, ist es gut geworden? Ich finde, es sieht richtig stylisch aus. Und hier wird bald Spirit einziehen. Er bekommt die XL-Box. Dieser kleine Wicht. Blitzeblank. Als nächstes sind dann die Türen dran. Die sehen jetzt ein bisschen gelb aus. Wie ordentlich kann eine Ecke im Stall eigentlich sein? Hier ist einfach Folie, damit die Wand weiß bleibt. Sarina, du bist ein richtiger Streber. Stell dich vor, ich bin Spirit. Die Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen. Ich bin eine Karotte.
Wie gefällt euch das Ergebnis? Vielen, vielen Dank an jeden, der bis zum Ende dran geblieben ist. Und ein großes Dankeschön an jeden, der einen Daumen nach oben da gelassen hat. Und ein großes Dankeschön an mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.